Etwas Wesentliches, was zum Gedächtnis und zu Ehren Gerhard Hauptmanns in unserem Lande geschehe, nannte Baden-Württembergs Kultusminister Dr. Storz die Hauptmann-Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum in Marbach. In fast 800 Dokumenten schildert sie Leben und Werk des Dichters, der vor 100 Jahren geboren wurde. Von den ersten bildlichen und handschriftlichen Zeugnissen an versucht diese Ausstellung, den Beschauer chronologisch genau zum Verständnis der Persönlichkeit Hauptmanns zu führen, was schon der ersten Ausstellung vor 30 Jahren in Breslau und New York nur sehr unvollkommen gelungen ist. Wer allerdings Hauptmanns Buch der Leidenschaft nicht kennt, jenes reichlich indiskrete Buch der Wahrheit und Dichtung, das die eigenen Ehekämpfe in empfindsam übersteigerter Erregung schildert, der wird den Menschen Gerhard Hauptmann nur schwerlich begreifen können. Die lange Liste der dramatischen Werke des Dichters freilich spiegelt manches deutlicher, zumindest im Wechsel der literarischen Zeittendenzen, zwischen denen er sich hin und her reißen ließ. In der sozialen Mitleidsmoral des schlesischen Schauspiels Die Weber sah man um 1892, als gerade das Sozialistengesetz gefallen war, noch die Absicht zur politisch-sozialen Agitation. Im Tumult des politischen Tagesstreites musste sich Hauptmann in der Faschingsnummer der Jugend von 1904 diese Karikatur gefallen lassen. Käthe Kollwitz dagegen wurde respektiert. Trotzdem kehrte Hauptmann 1910 mit dem fast kriminalistischen Stoff der Ratten noch einmal zur naturalistischen Diagnose des bürgerlichen Verfalls zurück. Prompt verfiel das Werk der Zensur durch den Berliner Polizeipräsidenten. Es enthielt vorsichtshalber gleich zwei Varianten der letzten Szene. In den Abenteuern seiner Jugend berichtet Hauptmann später von jener Mietskaserne in der Berliner Alexanderstraße, die das Milieu für die Ratten abgab. Eine prophetische Warnung sollte und wollte auch das Festspiel in deutschen Reimen sein, das er im Auftrage des Magistrats der Stadt Breslau zur Jahrhundertfeier der Freiheitskriege schrieb. Es wurde eine Affäre und ein Skandal daraus. Kronprinz Wilhelm nötigte die Breslauer Stadtväter zur Absetzung des Stückes. Hauptmann engagierte sich dennoch weiter im politischen Tagesgeschehen. Seine Reden 1921 in Wien und Berlin galten dem Abstimmungskampf in Oberschlesien. Als die Presse die Nachricht verbreitet, 800.000 deutsche Kriegsgefangene sollten zum Wiederaufbau Frankreichs eingesetzt werden, richtete er einen Appell an die Alliierten in Paris. Aber die Gerüchte, er wolle für das Amt des Reichspräsidenten kandidieren, weist er mit der Bemerkung zurück: Es fehlt mir die Neigung und es fehlt mir die Eignung dazu. Gerhard Hauptmann steht jetzt an der Schwelle des siebenten Lebensjahrzehnts und ähnlich wie Goethe beginnt er nun, sich geschichtlich zu sehen. Auf das Hauptmann-Bildnis von Leonid Pasternak zielt das bissige Zitat aus dem Simplicissimus: Goethes Kopf habe ich schon lange. Wenn man nun vollends aufhört, mich zu lesen, bin ich ein perfekter Klassiker. Die Umfrage im Berliner Montagmorgen rundet das Bild. Mit dem Versagen der Selbstkritik hat Hauptmann sein allzu fruchtbares Werk schließlich bezahlen müssen. Literaturhistoriker bescheinigen den Spielen der Spätzeit das bedenkliche Nachlassen des dichterischen Sprachvermögens. Sein Leben aber zerbricht in der Tragik des Unterganges seiner schlesischen Heimat. Unerreichbar die grandiose Landschaft, aus der er kam.